Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Minecraft, zu den Nebelchroniken hier in den Nebellanden, wo ich, der Herr Lordregent, unterirdisch unterwegs bin und keine Fackel mehr habe. Und jetzt auch keine Sticks mehr habe. Gut. Eine unglaubliche Höhle, was wir hier gefunden haben, Freunde. Oh. Eine echt unglaubliche Höhle. Es nimmt hier kein Ende, es verzeiht sich immer mehr und mehr und wir haben erstmal eine Seite vom Ausgang des Portals gefunden. Und jetzt ist natürlich die Frage. Nee, es ist gar keine Frage. Bevor wir durch das Portal hindurchschreiten, bevor wir an die Oberfläche schreiten und gucken, wo sind wir hier eigentlich gelandet, würde ich persönlich es doch sehr bevorzugen, wenn wir unsere gesammelten Schätze, die wir hier gesammelt haben, die auch echt enorm sind. Also Hut ab vor dem, was man hier gefunden hat. Warte mal, wir kamen von hier, ne? Ja, wir kamen von hier. Ich muss natürlich auch meinen Weg markieren. Außer natürlich, wir finden hier einen natürlichen Ausgang, das ich aber sehr, sehr, sehr stark bezweifle. Das verzweigt sich hier schon wieder, siehst du? Das lasse ich jetzt aber. Wir können hier, keine Ahnung, in 100 Folgen bestimmt auch noch hier rein. Oder was heißt in 100 Folgen? Ich vergesse eh wieder, dass ich hier irgendwie war. Da sagt doch mal einer, ich habe kein Glück. Also im echten Leben nicht so, aber in Game da habe ich doch schon ganz schön Glück. Würde ich einfach mal behaupten. So, als erstes du bist mal still. Dann wird hier einmal dicht gemacht. Und dann machen wir da hinten dicht. So, und wo kam ich her? Von dort. Durch die Fackel in der Hand siehst du das meistens nicht so. Sehr schön. Dann mal ganz schnell die Diamanten in Sicherheit gebracht. Man weiß ja nie, was passiert. So allgemein das ganze Zeug hier mal reingeflanscht. So. Na gucke, 31 Diamanten haben wir schon. Eine hervorragende Höhle. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Hier mal so ein Durchgang. Mal kurz gucken. So, jetzt habe ich hier der Lava natürlich freie Hand gegeben. Oh weh. Oh weh, wo kommt das denn her? Hohoho. Ho, ho. Okay, dann dämmen wir das anders ein. So. Mal gucken, vielleicht finde ich da oben irgendwas. Was ist das da? Ach, da ist Wasser drüber, hm? Nein, Flapsi verbrennt. So, jetzt muss ich ganz kurz warten, bis das hier ein bisschen abgeebbt ist. So, wir müssen jetzt über unseren Fackeln sein, genau. So, jetzt können wir nämlich hier unten weitermachen. Lapis entdeckt. Den hole ich mir gleich. Dafür gehe ich auch mal ein Stück nach oben für Lapis. Hier eine Abzweigung, da eine Abzweigung. Da ist was, da ist was, da ist was. Autsch. Unglaublich, ne? Das ist einfach nur krass. So. Aber nicht vergessen, den Weg zu markieren.
Vor allem durch das Redstone, was wir hier gefunden haben, da haben wir keine Ahnung, wie viele Level, dass wir da jetzt schon wieder raus haben. Ich bin aber irgendwie total vom Thema letztens abgeschwuft. Von den Nebellanden Tag und Nacht. Warte. Und zwar, wie gesagt, das ist ein Community-Projekt. Wenn ich die Nebellande Tag und Nacht ausrufe, kann man sich dafür bewerben, dass man auf diesen Server hier darf und dann quasi etwas... Hallo Creeper! Und dann quasi etwas baut. Etwas, das ins Dorf passt. Wie gesagt, bleibt einem dann selbst überlassen, ob man sagt, man macht ein Wirtshaus, eine Botschaft, ein Hexenhäuschen oder so etwas. Wenn man gar keine Ahnung hat, was man denn bauen soll, dann kann man mich auch fragen. Ich helfe da auch gerne mal so. Ich bin ja schon seit keine Ahnung wie langer Zeit scharf auf den Turm der Nebelwächter. Und ja, ich war auch schon kurz... Mist. Kurz davor, dass ich sage, alles klar, ich baue das selber. Aber hab's dann doch gelassen. So, Rein. Elf müssten reichen. So, weil dann machen wir jetzt erstmal hier diesen hier. Dann machen wir diesen hier. Dann machen wir diesen hier. Machen wir uns nochmal drei Stück. Machen wir uns vier. Das ist... Vier ist eine angenehme Zahl. Und hiervon... Jetzt müssen wir dann wieder unbedingt Kohle zusammensuchen. Jetzt haben wir ein einzelnes Stück über, aber das ist egal. So, die Werkbank wieder rein. Oh, wow, wow. Das sammelt sich hier ganz schön. Dich kann man doch hier so, hier, da, so. Gut. Und weiter geht's. Kohle brauchen wir unbedingt, haben wir gesagt. Okay, man muss definitiv das Schwert irgendwo in der Hand haben, damit es sich repariert, wenn man Reparatur drauf hat. Okay, bin schon still. Bin ja immer noch in der Lernphase. Also man, in Minecraft lernt man ja nie aus. Niemals nicht. Gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, er kann alles komplett hundertprozentig. Sekunde mal. Muss ich mal gleich gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Random-Playlist aus ist. Nee, die läuft. Okay. Gerade nur das Gefühl gehabt, weil das scheint einer kleinen Kontinuität gefolgt zu sein. So, jetzt machen wir hier weiter. Ach nee, hier war die Lava. Okay. Da geht es nämlich dann nur hoch und hoch wollen wir ja nicht. Wir wollen erstmal hier unten alles machen und dann beim Portal wollen wir irgendwo hochgehen. Das ist ja so unser grundeigenes Ding, warum wir eigentlich hier in der Gegend sind. Schnauze. Bam. Das ist unser Grundgedanke, warum wir hier sind. Hallo Creeper. Der schnallt es nicht. So. Da will ich nicht lang. Da waren wir. Okay, zurück. Ja, ich weiß, da drüben war Lava. Wir müssen... Oh, hallo. Wollte schon sagen, irgendwie schnallt er nicht, dass ich hier bin. Ach ja, diese Creeper. Wow, nein, mein Gold. Das bedeutet aber... Oh. Es gibt noch mehr Lava.
Nee, lass mal. Da schaue ich höchstens da drüben nochmal gleich rein. Weg markieren, Herr Lord Regent. Eigentlich hatte man doch früher Bedienstete, die das für einen gemacht haben, oder? Du Knappe, komm her, setze hinter mir Fackeln, wo lang ich auch gehe. Und zwar richtig. Sonst sind wir des Todes. Oh, wie viel Eisen. Ich muss mal gucken. Wir brauchen unbedingt irgendwie sowas. Also wenn wir mal wieder so eine Hardcore-Höhlentour machen. Wobei diese hier gar nicht geplant war. Dass wir irgendwie Rucksäcke oder so. Das wäre so geil, wenn es Rucksäcke endlich gäbe. Wie in Life in the Woods. Oder in Feed the Beast. Da gibt es ja auch hier... Feed the Beast kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob es Rucksäcke gibt. Aber Life in the Woods hat er Rucksäcke. Das weiß ich. Hier... Leute von Microsoft, ich weiß, ihr guckt meine Let's Plays wegen Hochwertigkeit und so weiter. Hihihi. Spaß am Rande. Macht doch mal bitte. Das würde das hier alles enorm nach vorne treiben. So, jetzt aber hier. Da unten, da wollte ich nochmal schnell hinschauen. Lava ist es meist auch der Diamant nicht allzu weit. Was ist das denn hier? Okay. Na gut. So, da geht's rauswärts. Da hinten war ich auch noch nicht. Ich habe ihn gesehen. Der wird gleich auf mich schießen. Daneben. So, jetzt schnell ums Wasser kümmern. Geht schon wieder runter. Okay, warte. Da muss ich hier schnell den Weg markieren. Halt mich fest, ey. Oh, guck mal, da hinten waren wir schon. Hallo, Flapsi. So, an dieser Stelle gehen mal ein paar Grüße raus an Papa Frank, an den Ufo-Mann, an den Opa Zeron, an den Zordern, an den Tomcat, an den... Oh, ich und mein Namensgedächtnis. An die Anni, an die Gabi, an... Barilla, an den Trucker Diddy, an... Oh. An jeden Einzelnen, den ich gerade vergessen habe, weil ich mir die Namen halt nicht merken kann. Ich bin namensgedächtnismäßig bin ich echt eine Null. Irgendwas mit K war's. Naja, an den Delfino, an... Wen haben wir denn sonst noch von den alten Konsorten? An den Brutzi selbstverständlich, an den Shedhawk. Ach, das ist die Waschmaschine. Ich dachte mir gerade, was klingt denn hier gerade so doof? Meine Waschmaschine ist gerade richtig am Ausrasten. Da unten war ich auch noch nicht. Doch, da war ich schon. Dann mache ich das wenigstens so. So, Freunde, ich gehe jetzt zurück. Das wird hier sonst ein Unterfangen, was endlos wird. Aber jetzt sage ich erstmal, huch. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Ach nee, wir haben noch ein Minütchen. Entschuldigung. War ich hier schon? Ach, gucke, hier sind wir jetzt da. Ja, und wie gesagt, ich grüße jeden Einzelnen, den ich jetzt vergessen haben mag. Und ja, freut mich, dass ihr hier seid. Und das meine ich ehrlich so.
kann sich ja auch mal freuen über die Menschen, die einen auf diesem Wege begleiten, sag ich mal. Und ich find's echt extrem klasse, das muss ich auch mal so sagen. Ich find's extrem klasse, wie, ja, Kontakte, Freundschaften und alles Mögliche hier aufgebaut werden. So wildfremde Menschen und dann spielst du ab und zu mit denen und unterhältst du dich auch mal, Hallöchen, unterhältst du dich mal nebenbei mit denen und so weiter und dann, ja, irgendwie entsteht eine Freundschaft, weil dann triffst du dich auch mal und dann, ja, es ist, sag ich mal, krass, was aus einem herzlich willkommen beim Let's Play entstehen kann, ne? Weil dann finden das Leute interessant und dann kommt man ins Gespräch und so weiter. Und diese eingeschworene... Ich gehe nur mal kurz gucken. Dieser eingeschworene Verein der Let's Player, der auch der Zuschauer. Diese ganzen Menschen, die halt Tag ein, Tag aus quasi zusammen sind, zu denen das hier gehört. Das ist einfach schön. Aber jetzt sind wir quasi am Ende von der Folge. Bis morgen, Freunde. Tschüss.